Gut, hier noch ein paar grundlegende Begriffe aus der Stochastik. Den Begriff Wahrscheinlichkeit, den haben wir ja schon geklärt. Und jetzt noch ein paar weitere grundlegende Begriffe. Kommen wir zunächst zu dem Begriff Zufallsversuch. Huch. So. Zufallsversuche sind Vorgänge, wo man nicht weiß, was dabei herauskommt. Also wo das Ergebnis am Ende nach der Durchführung dieses Vorgangs unbekannt ist oder nicht vorhersagbar. Beispiel habe ich hier mal aufgemalt. Ich habe einen ganz normalen Standardwürfel hier als erstes. Und der Zufallsversuch wäre dann zum Beispiel einmal würfeln oder auch zweimal oder dreimal würfeln. Aber gehen wir mal erstmal von den einfachen Zufallsversuchen aus. Ich würfel einmal und ich kann vorher nicht sagen, fällt die 1 oder die 2 oder die 3 oder die 4. Und da das Ergebnis, was am Ende dabei rauskommt, unbekannt ist, sage ich, es sei ein Zufallsversuch. Zweite Beispiel hier, klassische Beispiel, eine Drehscheibe, ein Glücksrad sozusagen. Und ich habe jetzt mal hier drei Felder mit 1 bezeichnet, 1 mit 2. Und wenn ich die Scheibe drehe, hier unten ist mein Zeiger sozusagen, dann kann ich vorher nicht sagen, was dabei am Ende rauskommt, wenn es nicht irgendwie manipuliert ist. Glücksrad, Roulette wäre ein Beispiel, ein Münzwurf, wenn die Münze nicht irgendwie gezinkt ist oder so, dann weiß ich vorher auch nicht, ob Kopf oder Zahl fällt. Oder ich ziehe verdeckt aus einer Urne. Das sind alles klassische Zufallsversuche. Okay, kommen wir zum nächsten Begriff, Ergebnis. Ich habe ihn eben schon mal kurz verwendet. Und zwar hatte ich gesagt, das, was bei einem Zufallsversuch am Ende rauskommt, ist das Ergebnis des Zufallsversuchs. Und ich muss dazu sagen, wenn wir im Folgenden jetzt immer von Ergebnissen sprechen, meine ich eigentlich immer sogenannte Elementarergebnisse. Das ist der Fachbegriff in der Mathematik. Und damit sind Einzelergebnisse gemeint. Man kann nachher auch zusammengesetzte Ergebnisse betrachten, das wollen wir hier aber nicht. Also wenn ich in der Zukunft, in den nächsten Videos von Ergebnissen spreche, dann meine ich immer einzelne Ergebnisse. Beispiel, wenn ich hier als erstes den Würfel betrachte, dann kann ich den würfeln und dann kann dabei herauskommen eine 1 oder eine 2, eine 3, eine 4, eine 5 oder eine 6. Das sind die möglichen Dinge, die da am Ende, wenn ich den Zufallsversuch ausgeführt habe, da rauskommen. Bei dieser Drehscheibe, wenn sie so aussieht, kann das Ergebnis eine 1 sein, eine 2 oder eine 3. Weil das sind die möglichen Ergebnisse des Zufallsversuchs. Wenn ich das anders eintrage, wenn ich jetzt hier zum Beispiel statt der 2 eine 4 reinschreibe, dann ist ein mögliches Ergebnis auch noch die 4. Gut. Ich hoffe, das ist klar. Eigentlich ein ganz einfacher Begriff, das, was am Ende rauskommt, Ergebnis, was das Wort ja an sich auch schon sagt. Okay, kommen wir nun zu Ereignissen. Ereignisse ist etwas komplexer. Und zwar, wenn ich so einen Zufallsversuch durchführe, dann kann ich natürlich ganz simpel sagen, bei so einem Würfelversuch, wenn ich den einmal würfel, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die 1 fällt? Oder wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die 2 fällt? Das heißt, ich will immer die Wahrscheinlichkeit wissen von einem bestimmten Ergebnis. Das wäre einfach. Da die Wahrscheinlichkeit auf Englisch Probability heißt, würde man das mathematisch immer so aufschreiben. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine 1 fällt, ist gleich. Und das kann man dann berechnen. Da kommen wir im nächsten Video dazu. Oder die Wahrscheinlichkeit, dass die 2 fällt. Das ist aber meistens recht langweilig, weil es auch viel zu einfach ist, wie ihr im nächsten Video sehen werdet. Und deswegen will man nicht immer nur die Wahrscheinlichkeiten von so einem einzelnen Ergebnis haben, sondern man möchte diese Ergebnisse auch irgendwie zusammenfassen zu einem Ereignis. Also zum Beispiel ein Ereignis, und das beschreibe ich, das soll entsprechend sein, eine gerade Zahl fällt. Sagen wir mal E1, eine gerade Zahl fällt. So, dann kann ich jetzt die Wahrscheinlichkeit berechnen von diesem Ereignis E1.
Und das ist jetzt nicht mehr ganz so einfach wie von so einem einzelnen Ergebnis. Und Ereignisse sind daher, könntet ihr euch vorstellen, immer als eine Menge von Ergebnissen, die ich zusammenfasse und sage, die sind für mich sozusagen günstig. Ja, also in diesem Fall eine gerade Zahl fällt, die günstigen Ergebnisse, die mein Ereignis bezeichnen, wäre dann die 2, die 4 und die 6. Und dazu kann ich dann entsprechend auch die Wahrscheinlichkeit berechnen, was ihr im nächsten Video sehen werdet. Gut, machen wir das hier nochmal an dem zweiten Beispiel, damit es nochmal ein bisschen deutlicher wird. Was könnte ein Ereignis sein bei diesem Drehrad? Nehmen wir hier unten, ist wieder der Pfeil. Dann könnte ich zum Beispiel sagen, Ereignis E2 wäre eine Zahl kleiner als 2, wird gedreht. Zahl kleiner, oder 2 ist doof, dann wäre es ja nur die 1, dann wäre es wieder ein einzelnes Ergebnis. Sagen wir, eine Zahl kleiner als 3 fällt. Und dann kann ich auch wieder die Wahrscheinlichkeit berechnen davon, dass dieses Ereignis E2 eintritt. Das kann ich auch anders aufschreiben. Da kann ich auch schreiben, die Wahrscheinlichkeit, das Ereignis E2, wenn ich das umforme auf diesen Zufallsversuch, eine Zahl kleiner als 3 wäre ja 1 und 2 wäre also günstig für mein Ereignis. Könnte ich also auch so schreiben, mache ich das in der Mengenschreibweise, dass die 1 fällt oder die 2 fällt. So könnte ich das auch aufschreiben. Aber schöner ist eigentlich diese Schreibweise hier. Gut, ich hoffe, der Unterschied zwischen Ergebnis oder in unserem Fall Elementar- oder Einzelergebnis und diesem Ereignis, also eine Zusammenfassung oder eine Menge von Ergebnissen, die ich zusammenfasse und die ich als günstig betrachte für meinen Zufallsversuch, als günstigen Ausgang meines Zufallsversuchs, das wäre dann ein Ereignis. Und ich hoffe, dass der Unterschied klar geworden ist. Sonst bitte gerne nochmal zu mir. Kommen wir zum letzten Begriff in diesem Video, dem sogenannten Ergebnisraum. Der Ergebnisraum wird auch mit diesem schönen Zeichen hier bezeichnet. Das nennt sich Omega und das bezeichnet den Ergebnisraum. Und der Ergebnisraum ist folgendes. Ich erkläre das auch am besten wieder am Beispiel, denn es ist, glaube ich, am einfachsten verständlich. Nehmen wir als erstes Beispiel wieder den Würfel. Und zwar kann ich zu einem Zufallsversuch alle möglichen Ergebnisse, die es gibt, aufschreiben. Das wären bei dem Würfel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn der Zufallsversuch lautet, einmal würfeln, dann kann ich wirklich nur diese 6 Zahlen rauskriegen. Und die Menge davon, Menge schreibt sich immer so schön mit diesen Klammern, die Menge aller dieser einzelnen Ergebnisse ist der sogenannte Ergebnisraum. Ganz einfach, alles, was bei dem Zufallsversuch rauskommen kann, zusammengenommen, ist dann der Ergebnisraum. Machen wir das mal deutlich hier an diesem zweiten Beispiel. Da habe ich mein schönes Drehrad. Ergebnisraum wären dann alle Ergebnisse, die rauskommen können. Gut, das ist in diesem Fall 1, 2, 3, 4. Machen wir das ein bisschen schöner, so wie es vorher war, damit es nicht ganz so einfach ist. So, dann hätte ich als Ergebnisraum, dann hätte ich als Ergebnisraum nur die 1, die 2 und die 3. Man würde jetzt die 2 nicht zweimal aufführen, dann 2 ist 2, also entweder fällt diese 2 oder es fällt diese 2, aber das Ergebnis bleibt das gleiche, es bleibt 2. Nur die Wahrscheinlichkeit, dass die 2 fällt, ist größer, weil die Feldfläche sozusagen doppelt so groß ist. Gut, das ist einfach, machen wir es vielleicht ein klein bisschen komplexer. Nehmen wir mal an, der Zufallsversuch hier bei dem Würfel lautet, es wird zweimal gewürfelt. Wie sehe dann Omega aus? Das ist dann nicht mehr nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, sondern wenn ich zweimal würfel und das insgesamt als Zufallsversuch betrachte, also als meinen Vorgang, wo ich am Ende die Ergebnisse angucken möchte, dann kann die 1 ja gar nicht rauskommen, weil eine 1 könnte ich nur mit einem Würfel würfeln. Die kleinste Zahl, die ich mit zwei Würfeln würfeln kann,
wäre, also wenn ich jetzt als Zufallsversuch zweimal würfeln und ich betrachte die Summe der Augenzahlen, die fällt, dann wäre die kleinste 2. Also 2 kann als Summe rauskommen. Oder das nächstkleinste wäre, dass ich ein 1 und eine 2 würfel. Das wäre dann zusammen 3. In welcher Reihenfolge ist eigentlich egal, weil wenn ich sage, mein Zufallsversuch ist zweimal würfeln und ich betrachte als Ergebnis die Summe der Augenzahlen, die gewürfelt wurden, dann ist es egal, ob 1 und 2 oder 2 und 1 gewürfelt werden. Deswegen, ich fasse beides als Ergebnis zusammen 3. Nächstkleine wäre dann 4, 5, 6, 7 und so weiter. Und die größte mögliche Augenzahl, die fallen kann, ist halt 6 und 6. Das macht zusammen 12. Und alle Ergebnisse zusammen in dieser Menge aufgeschrieben, ist dann wieder mein Omega, also mein Ergebnisraum. Und das wäre für 2 mal würfeln. Bisschen gequetscht, aber ich denke, ihr habt verstanden, worum es geht. Und das kann ich natürlich immer so weiter fortführen. Ihr könnt euch ja mal überlegen, und das wäre die nächste Aufgabe. Moment. Gut, hier noch kurz die Aufgabe, die ihr bitte noch löst. Und zwar sollt ihr den Ergebnisraum Omega bestimmen für zwei Zufallsversuche. Der erste sei zweimal würfeln. Aber diesmal sollen die Augenzahlen nicht zusammengezählt werden, sondern die sollen einzeln betrachtet werden. Also so ein Tupel, so eine Zusammensetzung aus zwei Zahlen soll praktisch sagen, dass im ersten Wurf eine 1 gefallen ist und im zweiten Wurf eine 2. Dieses hier würde dann auch sagen, im ersten Wurf ist eine 3 gefallen und im zweiten Wurf eine 4. Und das sollen die einzelnen Ergebnisse dieses Zufallsversuchs sein. Und ihr sollt mir jetzt den gesamten Ergebnisraum Omega dazu aufschreiben. Im zweiten Zufallsversuch soll aus einer Urne gezogen werden. Und zwar seien in der Urne 3 blaue und 4 rote Kugeln drin. Und die Ergebnisse, die dargestellt worden, werden sollen, sind auch wieder so Zweiertupel, und zwar mit den Farben. Also hier R für Rot. In diesem Fall hier. Dieses einzelne Ergebnis würde bedeuten, es wurde eine rote und dann noch eine rote Kugel gezogen. Und ihr sollt mir bitte auch hier den gesamten Ergebnisraum Omega aufschreiben, als kleine Übung vorweg. Gut, viel Erfolg, ich bin gespannt.